Herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal seht ihr mich etwas verschwitzt, aber schon eigentlich fast am Ende vom Arbeitstag. Also wir haben es jetzt 8:30 Uhr. Ihr seht hier im Hintergrund auch Weinberge, aber ganz andere, nämlich wir sind die Edelkastanie. Wir haben die Bienenvölker, oder ich habe die Bienenvölker in die Edelkastanie gefahren. Die fängt hier am Südhang gerade an zu blühen. Wir haben noch einen anderen Standort, da blüht sie noch nicht, der ist ein bisschen weiter drinnen im Wald. Unheimlich warm. Ja, also heute Morgen durch Karlsruhe gefahren, schon 26 Grad. Ich hätte noch früher los wollen wegen den Bienen, aber irgendwann geht es nicht. Und jetzt ja, 30 Grad, die Bienen abgeladen, durchgeschwitzt. Ja, da möchte ich mich auch mal bei allen bedanken, die diese Edelkastanie-Sache für mich möglich machen. Also da ist sicherlich der Ralf als erstes zu nennen, der Chris und ja, noch zwei, drei andere Leute. Also vielen herzlichen Dank. Das ist ja immer so, als Imker meist immer auf Leute angewiesen, die Standplätze haben, die einem unterstützen, die einem zur Hand gehen, die man vielleicht auch mal anrufen kann, wenn im Gewitter die Blechdeckel runterfällt oder der Nachbar sich beschwert. Auf solche Leute ist man in der Imkerei eigentlich angewiesen, weil man ja im Gegensatz zu allen anderen landwirtschaftlichen Berufen oftmals außerhalb der Heimat, außerhalb des eigenen Ortes, in dem man ja jeden kennt, unterwegs ist. Und da bin ich ihm unheimlich dankbar. Ne? Im Raps ist es ja auch so. Auch da habe ich Unterstützung. Ohne die wäre das alles nicht machbar. Und es macht halt das Leben einfach viel leichter. Also das möchte ich hier mal ganz klar sagen. Also vielen Dank an alle, die uns irgendwie mit Standplätzen, mit Deckel auflegen, mit Nachbarn betreuen, unterstützen. Es ist ja zum Teil schon jahrelang dabei. Ja, ich laufe hier gerade mal einen Schritt weiter hoch, weil ich noch kurz auf den Grundstücksbesitzer warte. Und es zieht jetzt ja neblig zu, aber ich zeige euch mal diesen Ausblick. Hallo? Ja, also das ist ja faszinierend hier, ne? Diese immens großen Weinberge. Das ist ja was echt total Erstaunliches. Ne? Du kommst aus unserer Landwirtschaft, ne? Hier der ganze Hang voll Edelkastanie, alles was hell ist. Ich hoffe, man erkennt es auf der Kamera, Edelkastanie. Das ist ja hier eine ganz, für mich eine ganz schöne Welt, aber eine meiner unheimlich schön. Ja? Also diese kleinen Dörfer an jeder Ecke, ein Weingut, ein Weinverkauf, die engen Durchfahrten, die alten Häuser. Auch die Menschen hier, muss man mal ganz klar sagen, sehr nett. Also ich habe hier jetzt in der Pfalz, klopfen mal auf Holz, noch keinen kennengelernt, der so krummelig war. Und ja, also ich bin eigentlich sehr gerne hier, auch wenn es für mich jetzt mit den Bienen, ne, ihr wisst ja, wir bewegen uns ja normal im Umkreis von einer Dreiviertelstunde Fahrzeit oder einer Stunde. Das ist das Doppelte fast, ja. Eigentlich eine Weltreise ist durch die Metropole Karlsruhe hindurch. Da hoffst du immer, dass kein Stau ist morgens. Dann natürlich die Strecke Stuttgart-Karlsruhe. Sehr stauumtobt, sehr. Ja, da bist du auch immer froh, wenn du da durch bist. Oder ich bin da immer froh, wenn man da durch ist. Ja, dann würde ich euch noch versuchen, ein paar Aufnahmen mit der Drohne zu machen, dass ihr auch mal ein bisschen einen Überblick vielleicht hier noch habt. Wo kommt der Edelkastanienhonig her? Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Daumen nach oben und los geht's!
sind ja auf der Suche nach Honig. Also ich weiß nicht, wann dieses Video genau online geht. Das muss ich dazu sagen. Aber wir haben es jetzt Mitte Juni. Wir sind immer noch ein bisschen auf der Suche nach Honig, nach Waldhonig vor allem, Sommerhonig. Ich habe es hier im Wald ein bisschen geschaut. Man sieht vereinzelt Ameisen, die Fichten rauflaufen. Es summt auch leicht. Vielleicht wird's was. Warten wir mal ab, beobachten wir mal die Waage. Ja, für alle, die nicht aus dem Bereich sind oder keine Bienen haben, und da gibt es ja doch ein paar, vielleicht paar Worte zum Waldhonig. Also Waldhonig braucht ja eine Lausart als Grundlage. Und die gibt's, diese Massenvermehrung dieser Lausarten, die gibt es halt nicht jedes Jahr. Ja, da braucht man bestimmte klimatische Voraussetzungen. Und deshalb gibt es nicht jedes Jahr überall Waldhonig. Ja, muss man immer ein bisschen die Gegend auskundschaften, ein bisschen gucken, wie was aussieht. Ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu, ein bisschen Fachwissen. Und dann ja, wird es schon hoffentlich. Und das ist auch der Grund natürlich, warum man Bienen wandert. Ne? Da war auch die Frage der letzte, warum müsst ihr eure Bienen immer bewegen? Naja, also dieses Jahr sieht man es ganz, ganz eindeutig. Also wir wollen ja auch Honig. Ne, wir müssen ja die Bienen auch versorgen und wir machen das ja zumindest relativ regional. Also eine Stunde Umkreis eigentlich mit dem Auto ist die Regel. Ausnahme ist die Edelkastanie, die ist ein bisschen länger, aber da bewegen wir uns. Und weil wir einfach ein paar Sorten haben wollen und es halt nicht immer überall gleichzeitig den Honig gibt jedes Jahr. Eine Waldhonig mal auf der Alp, mal im Schwäbischen Wald hat man manchen Jahren Glück, da muss man einfach ein bisschen schauen. Und so ist es auch mit dem Raps. Dieses Jahr hat man das super gesehen. Bei uns der Raps verkältet praktisch im Mai, verregnet. Hier auf der Alp hat man dann das Glück ein bisschen später. Und so ist es ja auch natürlich für die Bienen. Also hätten wir die jetzt nicht auf die Alp gefahren, hätten wir die bestimmt nochmal 2 Wochen lang füttern müssen. Also alles in allem schon ein relativ schwieriges Jahr dieses Jahr. Und deshalb müssen Bienen eigentlich, wenn man verlässlich jetzt Honig ernten will, also wenn man sagt, ich habe einen gewissen Kundenstand, den will ich verlässlich beliefern, und wir machen ja auch nicht viele Honigsorten, ja, also wir machen ja wirklich, aber wir wollen einfach schauen, dass wir nach Möglichkeit das Honigsortiment an die Stammkunden haben, die schätzen die Qualität, die wissen, wie wir mit den Bienen umgehen, denen gefällt es offensichtlich und deshalb kaufen die bei uns Honig und die wollen wir auch beliefern. Und klar, man kann intensiver imkern, wie wir das machen, sicherlich. Aber das wollen wir auch nicht aus ganz verschiedenen Gründen, das würde hier den Rahmen sprengen. Und so ist es einfach notwendig, dass die Bienen bewegt werden, ja, gewandert werden. Das ist eigentlich alles bei dem Thema. Ja, schauen wir mal, wo wir diesen Einschnitt hier unterbringen. Wie gesagt, heute Morgen Edelkastanie, heute Abend Schwäbische Alb, praktisch Sonnenaufgang. Edelkastanie in dem Pfalz, so ein Untergang, Schwäbische Alb. Momentan sind halt die anstrengenden Wochen im Jahr, aber so ist, lässt sich aushalten, gibt auch wieder andere Zeiten.
ein bisschen müde, bin jetzt ein Weilchen unterwegs. Wir sind ja gerade nachts viel unterwegs mit den Bienen. Jetzt geht es einfach umzusetzen. Und ja, macht's gut.